Herzlich willkommen zu Nachspiel, liebe Menschen. Der Rubrik, wo wir uns gemütlich zurücklehnen ist und quatschen. Wie gemütlich darf ich heute sein? Du darfst sehr gemütlich sein. Die meisten werden zuhören über den Podcast. Das war nicht gut. Entschuldigung. Kennen die Leute, das hat man gehört, das Knacken und Reißen deines Kennen die Leute das Format noch? Wir haben es ja schon sehr lange nicht mehr gemacht. Nachspiel? Ja, wir haben es eine Weile nicht mehr gemacht. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie lange. Es liegt aber auch daran, dass man sich natürlich immer auf Spiele einigen muss und dass dann auch mindestens, sage ich mal, 3-4 Leute da sein müssten, die das Spiel durchgespielt haben. Das ist natürlich ein bisschen die Bedingung. Kleiner Tipp an euch, Vorsicht, wir spoilern natürlich enorm. Aber lass uns doch erstmal kurz zu den ganzen Leuten kommen und dann zum Spiel. Das ist Sandro, das ist Nasty, das ist Gregor, ich bin Simon. Wir reden heute über David Cages neues, Achtung, Airquotes, Meisterwerk. Und ein Fragezeichen für die Leute, die vielleicht nur als Podcast Simon, hören. Bevor wir einsteigen. Lass mich den Titel noch nennen. Detroit, Punkt. Become human. Ich wollte dich noch fragen, Simon, ist es jetzt, wo du es durchgespielt hast, das wichtigste Spiel der nächsten und der letzten 5 Jahre? Ey, wie mir die Scheiße hinterher hängt. Ich finde, Heavy Rain hätte das Potenzial gehabt, wenn andere draufgesprungen wären, ein komplett neues Genre zu schaffen. Ist nicht passiert. Ist bei Telltale und bei Don't Not geblieben. Ja, mehr oder weniger. Das sind die drei, die so Spiele machen. Verzweigte, story-relevante Spiele. Gut, ich kann mich noch dran erinnern, ihr könnt gerne gleich dann auch, ich will nur den Gedankengang zu Ende bringen, für die Leute, die es nicht wissen, damals zu Game One-Zeiten, ich glaube, das war so die letzte Games-Convention noch in Leipzig, da konnte man Heavy Rain sehen, du hast, glaube ich, auf der Sony-Pressekonferenz dir das angeguckt und bist dann mit großen Augen zurückgekommen als Adventure-Fan. Ja, ich sag schon mal jetzt, ne, das ist so die Box-Quote ein bisschen und das ist das, was wir auch in die Sendung reingeschnitten haben. Meiner Ansicht nach wird Heavy Rain das wichtigste Spiel der letzten und der nächsten 5 Jahre. Das wichtigste Spiel der längsten und der kommenden 5 Jahre. Stand es auch auf der Verpackung dann? Das wäre perfekt gewesen, aber leider hat uns keiner Geld gegeben. Ja, und dann haben wir es gespielt. Ja, es lag aber auch ein bisschen daran, dass man schon sehr gehypt war. Wir haben eine Mission damals gesehen, das war irgendwie, sie ist in ein Haus eingebrochen und dann kam der Typ zurück und sie musste sich verstecken und dann gab es noch eine Flucht. Also ich weiß nicht gar nicht, ob im Spiel kam es, glaube ich, auch vor. Ja. War das das, was man extra als DLC haben konnte? Das ganz am Anfang, dieses quasi... Das Taxidermist meinst du? Ja, genau. Aber ich glaube... Also nee, ihr meintet schon diesen Überfall. Ja, das ist die erste Duschszene, oder? Wo sie in Unterwäsche rumrennt. Quasi. Ja. Ja, ich glaube, das ist es. Wobei ich dachte, hätte jetzt einen Triggerpunkt ausgelegt. Nein, diese Tech-Demo an sich, die war dann ja auch speziell für die Präsentation ausgelegt und da waren Sachen wahrscheinlich auch anders als dann im Finalspiel. Was ich sagen will, ist, das hat schon gezeigt, was möglich ist. Mhm. Wenn man, wie David Cage, sagt, dieses Spiel muss verzweigt sein, so gut wie es nur geht. Und das hat man ja bei Heavy Rain auch gut gesehen, dass es dann schon mehr gibt als die drei möglichen Telltale-Wege. Und wenn man Fahrenheit abgefeiert hat, dann wusste man ja so ein bisschen, was auf ihn zukommt, aber dachte, okay, das ist jetzt auf der neuen Konsolengeneration und so. Und das war echt spannend und ich glaube, da waren die Erwartungen echt groß. Deswegen auch gleich mal, können wir auch rübergehen zu Detroit, nämlich, wie waren denn da die Erwartungen? Weil ich weiß zum Beispiel bei Simon, du liebst ja auch Fahrenheit. Ja. Dann kam Heavy Rain, dann hatten wir natürlich also lieben auch Fahrenheit lieben, man kann Fahrenheit nicht lieben, so wie nur eine Mutter kann Fahrenheit, nur Fahrenheits Mutter kann Fahrenheit wirklich lieben. Ja, kennt ihr das Stockholm-Syndrom? Das ist die Liebe zu Fahrenheit. Ja. Es fängt so geil an und wird so furchtbar. Ja. Aber das nur noch als einziges zu dem Thema. Genau, wir machen irgendwann mal einen ausführlichen Podcast über die Cage-Spiele. Ja. Ne? Dann kam Beyond Two Souls, das vergisst man ja immer, das war auch zwischen Heavy Rain und Detroit Become Human. Vergisst man das Einzige, wirklich immer? Ich hatte es irgendwie nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das letzte Ding wäre Heavy Rain gewesen, weil ich das Ding schon vergessen habe. Echt? Ja, ich habe es zwar gespielt, aber ich fand es nicht besonders gut. Ich habe mir die Special Edition davon geholt und die habe ich dir mal ausgeliehen und die hast du ungespielt zurückgegeben oder so. Ja, sowas wirklich. Irgendwie sowas, ne? Ich habe es gespielt mit meiner Freundin zusammen und es war aber so nach 3 Stunden irgendwie völlig die Luft raus. Das war auch nicht gut. Ja. Ich habe es gespielt und war dann am Ende, saß ich auch so da und dachte so, ja. Hast du es durch? Ja, aber es war so, bis zum Ende so. Hätte ich mir auch sparen können. Es hatte seine Punkte, es war auf jeden Fall schwächer als Heavy Rain, weil du einfach nicht mehr keine Brisanz in der Story hattest. Du hattest eben dann Ellen Page und wenn du mal nach links klickst, hat der Typ im nächsten Szene den Augenklapp und in der nächsten nicht. Ne? Es hat mich leider, das werden wir bei Detroit gleich nochmal ein bisschen ausführen, da haben sie es zum Glück ein bisschen variabler und besser gemacht, war ein Schritt zurück gegenüber Heavy Rain, weil du sehr binär in den Entscheidungen später geworden bist. Du kannst deine 20, 30 Stunden spielen und ob du die Story magst, diesen ganzen Lebensweg von Ellen Page, am Ende stehst du vor drücke A oder B. Ne? Mhm. Und darauf wird das runtergedampft, egal was du vorher gemacht hast. Ja, okay. Und das fand ich ziemlich enttäuschend in der Hinsicht. Aber ab und zu gab es ein paar Highlights. Das ist ja auch überhaupt nicht das, wofür die Spiele sonst eigentlich stehen. Also
binäre Entscheidung. Ja, ja, also genau. Es geht ja wirklich darum, wie viele Enden hat Detroit? Ich bin mir jetzt nicht selbst nicht ganz sicher, aber ich habe zumindest 2 oder sogar 3 gesehen. Unzählige, also mehr als jemals zuvor. Unzählige ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, am Ende des Tages gibt es die ganze Bandbreite an Entscheidungen. Ja, genau. Jedes Kapitel kommt man da nicht auf irgendwie, keine Ahnung, 90 oder so gefühlt. Also gefühlt hat. Wenn man die Kapitel jetzt auch noch mit einrechnet, ja, dann ja, die dann auf jeden Fall. Und es kann ja sogar schon passieren, dass du 2 Stunden nicht siehst, die ein anderer gesehen hat, weil dann irgendwie ein Charakter schon gestorben ist. Das ist wirklich dieses Ausmaß von diesen Entwicklungen und von diesen Wegen ist halt unglaublich irgendwie. Also aber deswegen die Frage, wie war denn so die Herangehensweise für euch? Weil ich wusste überhaupt nicht, wie ich rangehen soll. Ich hatte noch so ein Preview-Event in Berlin und war bis dahin auch relativ gehypt, weil ich dachte, okay, ich mag das Thema Automatisierung, Androiden, das kann mega spannend sein. Und dann habe ich irgendwie diese Szene angespielt im Haus, über die es ja auch so Kontroversen gab, mit dem Kind und dem Vater. Und wie bei jedem David Cage-Spiel gibt es natürlich im Vorfeld dicke Kontroversen. Und dann war meine Erwartungshaltung schon ein bisschen gezügelt. Aber wie war das bei euch? Habt ihr gedacht, da kommt jetzt das Meisterwerk auf uns zu? Ja. Oder wart ihr da vorsichtig, weil ihr wisst, okay, David Cage, schwierig? Ich glaube, es hängt aber auch ein bisschen davon ab, wie wir das Spiel erlebt haben. Du hast es ja auf dem Sender gespielt, da ist es ja auch nochmal ein bisschen... Das ist nochmal was anderes. Let's Play mit dem Chat, das ist eine ganz andere Erfahrung. Und ich glaube, dass das so ein bisschen meine Erfahrung auch beeinflusst hat. Mhm. Ich hätte es wahrscheinlich zu Hause allein mit aufgedrehter Anlage und auf einem Beamer oder so, hätte ich da eine andere emotionale Bandbreite erlebt. So kam es mir manchmal ein bisschen cringy vor, weil man es eben noch mal einen Schritt zurück sieht. Man sieht es auch so aus der Perspektive des Zuschauers, der gerade mir dabei zuschaut. Und dann dadurch kriegt es noch mal so eine, ob das jetzt wirklich ein geiler Dialog ist. Es kriegt so eine Ebene, wo man es noch mal analytischer betrachtet, und das Spiel. Und gerade da, also ich habe es auch Let's Played, aber nicht on-air, sondern offline. Auf deinem Kanal. Mit Katharina zusammen haben wir das durchgespielt. Und es ist noch länger gewesen als erwartet. Wir dachten, wir sind dann so nach 8 oder 9 Stunden durch, aber es waren dann 13, 14 dann eher. Ja. Und das haben wir so in ein paar großen Sessions dann durchgespielt. Gehauen. Ist natürlich auch ein anderes Erlebnis, weil wir den Controller bei Kapiteln immer gewechselt haben und quasi du darfst entscheiden, ich darf entscheiden, je nachdem wie es gewesen ist und dadurch ein ganz anderer Weg entstanden ist. Ich habe auch bewusst auf ein Live-Spielen verzichtet, einfach Chat-Komponente ist natürlich nice, dass man sich austauschen kann, aber dadurch, du hast immer welche, die das Spiel schon auswendig kennen und sofort dann posten, du hättest da aber nach links gehen können, du hast den Part verpasst. Da hatte ich das Glück, dass es keine Spoiler gab bei mir. Ja? Also es gab so die Versuche von 1, 2 Leuten, aber da hat sich dann schnell herausgestellt, dass sie es zum Teil auch nicht besser wussten. So. Dadurch, dass wir sehr schnell angefangen haben zu spielen, kam ich den Leuten voraus. Aber um deine Frage zu beantworten, was habe ich erwartet? Ich habe sehr viel erwartet, weil mir das Setting sehr, sehr zusagt. Ich liebe diese Dystopien. Sci-Fi ist generell toll. Und ich habe im Grunde auch das bekommen, was ich erwartet habe, nämlich eine facettenreichere Version von Heavy Rain mit sehr vielen Entscheidungen. Also wenn man das vergleicht, hat man einfach mehr. Ne? Du hast mehr Entscheidungen, es sieht besser aus, es gibt irgendwie, ja gut, auch hier wieder die klassischen 3 Charaktere, die für die verschiedenen Gesichtspunkte oder die Positionen sozusagen stehen. Du hast irgendwie den Verfolger, du hast den Flüchtling und du hast den Revolutionär. Und alle haben unterschiedliche, ne? Und am Ende konvergiert das dann so in einer Storyline. Also es ist schon, ich habe schon das bekommen, was ich wollte, aber es hat mich emotional irgendwie nicht ergriffen. Es ist so ein bisschen wie eine künstliche Emotion, die versucht wird, bei mir zu erzeugen, so, weine jetzt, finde das jetzt traurig, sei aufgebracht, aber das sei wütend. Das und es ist, ja, ist immer nur 80% so. Das kannst du ja eigentlich aber auf alle Medien dann beziehen. Natürlich, manche können besser bei dir auf die Tränendrüse drücken oder wie du dich emotional Heavy kannst. Heavy Rain hat es aber besser hingekriegt. Heavy Rain hat es besser hinbekommen. Ich finde auch, du hast die 3 verschiedenen Aspekte da erwähnt. Manche Sachen, wenn ich für alleine gestanden bin, ich weiß nicht, wie es bei euch dann gewesen ist, zum Beispiel diese Geschichte von Markus, diese Revolutionärsgeschichte. Wenn du nicht die Konterpunkte gehabt hättest, und vor allem für mich hat das mit Connor am meisten Spaß gemacht, weil so dieses klassische Detektiv-Ding gewesen ist, was auch den Großteil von Heavy Rain ausgemacht hat. Ne? Dieses Mysterium auflösen, auch wenn es dumm aufgelöst wurde in Heavy Rain. aber das war mit Connor war da der größte Spaß und die Interaktion. Und wenn ich dann zum Beispiel nur Markus und sein Revolutionärsgedöns hätte spielen müssen, ich habe noch zum Beispiel auch über noch nicht mal verstanden, warum hat er die Fähigkeit, andere Roboter anzufassen. Das wird nicht erklärt. Nachher, also in einem Zweig, den ich hatte, konnte Connor das auch. Das wird nicht erklärt. Okay. So, ich stand ganz oft da und ich habe auch nicht kapiert, warum Marcus überhaupt so krass der Revolutionär ist, weil er kommt aus einem guten Haus. Ja, Karl der beste ist Schauspieler, super. Der gecastet wurde. Ja, aber es ist so. Du musst da meistens Screentime bekommen. Und auch die Androiden, die er befreit, die noch nicht mal irgendwie für Menschen gearbeitet haben, sagen: Ja, wir folgen dir. Ja, weil er diese. Das ist wieder Medienpräsenz, weil er diese Ansprache hält, oder?
Wo er in diesen Laden, wo er Cyberlife diesen einen Laden kaputt macht und dann einfach nur die Leute befreit und dann einfach nur sagt so, folgt mir. Ja. Und die alle so, okay. Du willst was sagen? Ja, ganz kurz, ich will nur einen Punkt da anknüpfen. Das ist ein großes Problem, was ich mit der Storyline an sich habe. Es geht um Freiheit, es geht um Bewusstsein, es geht darum, freie Entscheidungen zu treffen. Aber in Wirklichkeit, ey, du gehst frei. Jetzt mit, wir aber laufen jetzt da lang, da hinten werden die schießen und du wirst vielleicht sterben. I don't give a fuck. Aber du bist frei. Aber jetzt bist du frei, aber folge mir. Ja. Bedenk mal, was ist denn dann, du bekommst endlich die Menschlichkeit, eine freie Entscheidung zu haben und entscheidest dich dann dadurch zu unterjochen. Du hast quasi komplett das Menschsein in 5 Sekunden abgefahren. Ja, ja. Aber das war auch mein Problem, dieses nicht nachvollziehbare bei einigen Wegen. Also, weil wenn du so ein riesiges Konstrukt an Wegen hast, dann kann es ja auch passieren, logischerweise, dass einige Charakterentwicklungen überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Und bei meinem Weg war das bei Marcus extrem der Fall. Wahrscheinlich bei den meisten, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, es ist ja mehr oder weniger, irgendwann führt es immer dazu, dass er entweder revolutionär ist und dann ist halt eigentlich nur die Frage, ob er es friedlich macht oder ob er halt zu den Waffen greift. Aber im Endeffekt geht es darum, dass er halt diesen Weg wählt und am Anfang, ich denke mir so, was ist denn sein scheiß Problem gewesen? Der hatte einen Vater, der hatte einen Menschen, der ihn gut behandelt hat, wo auch eine Vater-Sohn-Beziehung war. Das ist eigentlich der Letzte, der aufbegehren soll. Genau, das war bei den anderen beiden ein bisschen anders. So. Naja, aber er wurde ja quasi gezwungen dazu, zumindest in meinem Weg war es so, dass ich außerdem fast seinen Sohn umgebracht habe von Karl. Ja, aber er hat die Polizei gerufen, die Polizei kommt rein, die hätten einfach sagen können, ja, er ist halt gefallen, warum erschießen die ihn in erster Linie? Also, da hängt ja so ein bisschen mit zusammen, es hängt aber auch von dem Weg ab, den man entsprechend gemacht hat. Ich habe zum Beispiel nicht in meinem Weg gehabt, sondern erst im Nachhinein erfahren, es gibt ja dieses Era 9, was immer wieder da auf den Wänden und so weiter draufsteht und ich glaube, da soll die Jehova-Figur für die... Genau, ne, da soll es ja... Wie habt ihr euch entschieden, als es dann darum ging, hier mit Connor erschießt die Frau, um mein Geheimnis zu erfahren vom Androiden-Erfinder. Habt ihr sie erschossen oder nicht? Nicht erschossen. Habt ihr sie erschossen? Auch nicht. Also ich hab sie auch nicht erschossen, aber was ich gehört habe, ist eben, dass er dann ein bisschen dieses Era 9-Ding erklärt und anscheinend ist es wie so eine Art Messias, eine Art Störung im Programm. Also Matrix. Es ist im Endeffekt tatsächlich so eine Art Matrix-Ding. Ich weiß es auch nicht genau, weil ich es eben im Nachhinein nochmal gelesen habe. Ich habe die Szene jetzt nicht gesehen. Aber gegebenenfalls, weil es ja auch nicht konkret, zumindest in meinem Weg erklärt wurde, wer genau ist Era 9, warum ist dieses Aufbegehren, ist das wirklich ein freier Wille, den wir da sehen, oder ist es ein Connor Programm, das eigentlich abläuft? Wenn Connor in seinem Kopf selbst ist, was ich meine, ne? Und mit der Lady redet, ich habe jetzt gerade vergessen, wie sie heißt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Das kriegt ja auch alles so eine Westworld-Richtung dann, wo man das Gefühl hat, okay, ihnen wird vorgegaukelt, sie haben freien Willen, aber in Wirklichkeit werden sie trotzdem manipuliert, sozusagen, um die Ecke manipuliert. Ja, das ist wirklich ein ziemlich, ziemlich schwieriger Weg, der zusammenkommt. Auch die anderen Parts, die reinkommen, also so. Du siehst die ja auf verschiedenen Wegen, dass bei Marcus und bei Kara, die sind ja recht am Anfang, haben sie ihre Ausbruchsszene und so weiter. Mhm. Aber bei Connor, so viel Spaß das auch gemacht hat, sein Weg zu einem Abweichler, was ich übrigens eine ganz schlimme Übersetzung finde. Ich hab's auf Deutsch gespielt. Deviant ist es auf Englisch. Simon, wie war es bei dir? Auch auf Englisch? Ich glaube, ich habe es auf Englisch gespielt, doch. Ja. Spielst immer bei Let's Plays auf Deutsch, um zu sehen, wie gut sie es machen. Ja, weil normalerweise würde ich es nämlich auf Englisch spielen, aber es kann sein, dass ich das Let's Play, das ich auf Deutsch gespielt habe. Ich weiß es gerade nicht mehr. Sie haben sie Abweichler genannt, was ich finde nicht so eine gute Übersetzung ist. Die klingt irgendwie blöd. Ja, aber was willst du machen? Bei Connor hat sich vergleichsweise ein bisschen gezogen wie Kaugummi. Bei mir ist er zum Abweichler geworden, weil er ja immer konsequent dahin gearbeitet hat. Es hat aber das ganze Spiel gedauert, bis er mal durch die Mauer gebrochen ist. Ne? Also aber bei mir hat's, also ich habe beim ersten Anlauf habe ich es nicht gemacht. Und beim zweiten habe ich es dann gemacht, aber ich muss halt auch sagen, ich war so frustriert und traurig, weil das mit Connor und Hank, vor allen Dingen Hank, das war die einzige Storyline, die mich echt mitgenommen hat irgendwie, wo ich auch immer mich drauf gefreut habe und nachher hat Marcus und so, das hat mich alles nur noch genervt und deswegen habe ich nochmal gespielt, um mehr Szenen mit Connor zu haben. Stichwort Hank ist auch so ein Ding, ich hatte relativ früh auch schon ein Problem mit dem Spiel, weil du sofort schwarz und weiß hast. Also du weißt sofort, wer ist gut, wer ist böse. Du wirst sofort auf die Seite der Androiden gezogen und jeder Mensch, den du begegnest, jeder ist halt asozial. Jeder ist halt richtig, richtig scheiße zu dir oder zu den Androiden und da ist mir ein bisschen zu wenig schwarz-weiß irgendwie. Und bei Hank war es eine ganz geile... Viel schwarz-weiß. Grautöne. Weil Hank ist nämlich ein positives Beispiel, weil Hank ja noch so eine Entwicklung hat, die man irgendwie ganz cool findet und wo er
auch irgendwie mehr Tiefe bekommt und wo es auch einen Grund gibt, warum er so ein Assi ist. Aber alle anderen, denen du begegnest, die sind halt alle richtig negativ. Okay, da musst du eben dann nochmal schauen. Aber wer denn zum Beispiel? Also bedenk doch mal die Geschichte zum Beispiel vom, wie ist der Vater nochmal, also der Kara und Alice denn geholt hat. Da kriegst du natürlich Kontext im Rest des Spiels aus, wenn du herausfindest, was mit Alice eigentlich los ist, dass er eine Androiden-Tochter hat und eine Androiden-Haushälterin, die eigentlich selber ihre ganze Lebenssimulation abspielen. Ich habe ihn umgebracht übrigens. Ich habe ihn getötet, ja. Ja? Ja, ja. Beim zweiten habe ich auch gedacht. Ich wollte die Kanone ihm ausnehmen und hatte einen Bauchschuss gehabt. Tut mir leid. Aber wir merken allein hier schon wieder, wie schwierig es ist, über die Story zu reden, weil ja jeder einfach andere Wege hat. Das ist auch so ein bisschen die Krux eben. Und du hast die Sachen erwähnt, so sehr schwarz und weiß. Das ist leider so ein bisschen dieses David Cage-Ding. Ne? Diese Spiele sind bewusst auf Varianz gemacht und dass du deine ganzen Sachen hast. Und das finde ich auch in Ordnung, dass es da mal ein klein bisschen plumper ist, weil du eben sehr viel... der Spieler vor der Konsole mit dem Controller in der Hand, das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, wie sowas ablaufen kann. Das kann eben sehr unterschiedlich ausschauen. Und da kann man sich gerne mal ein bisschen simpler dadurch bewegen. Aber sobald es dann darum geht, ey, wir setzen das Leiden der Androiden gleich mit dem Leiden der Schwarzen in den 50er, 60er Jahren. Szene im Bus, die Androiden müssen im Bus hinten mitfahren. Ja, also, das plumper geht. Und dann seine Aussage, dass das nichts damit zu tun hat. Dann hat er extra gesagt, das Spiel ist nicht politisch. Ja. Und so, wo ich mir denke, alle Androiden müssen gezeigt werden. Er kann so ein Spiel überhaupt nicht politisch sein. Er rezitiert später noch Martin Luther King. Ja, genau. Ja, er sagt aber, es ist nicht politisch. Was haben sie nochmal da in ihre Cyber-Parolen dann gemacht? Irgendwie, I have a Cyber-Dream oder so? Ich könnte mir eher nur vorstellen, dass er meint, dass es nicht politisch ist im aktuellen Kontext amerikanischer Politik oder so. Aber natürlich muss das, es geht um Revolution, es geht um Aufbegehren einer Minderheit, einer unterdrückten Minderheit. Natürlich, es muss politisch sein, natürlich. Per Definition. Noch zum Beispiel für null Subtilität. Habt ihr das entdeckt? Irgendwo in irgendeinem Haus, ich weiß nicht mehr wo, habe ich so ein Buch entdeckt, weil ich mal geguckt habe, was gibt es denn außerhalb der Welt? Weil sonst dreht sich alles um Androiden. Was passiert eigentlich sonst in dieser Welt? Ist ja auch Teil des Worldbuildings im Endeffekt. Ja. Und dann lag irgendwie ein Buch rum, wo drauf stand, träumen Androiden von tierischen Schafen. Das heißt, er hat das, und das war halt von einem Androiden geschrieben. Okay. Und das ist irgendwie für mich überhaupt nicht irgendwie subtil. Das ist so, okay, wir nehmen das, was man kennt im menschlichen Kreisen und ändert es so ein bisschen und klatscht es so mit der Brechstange, wie er vieles mit der Brechstange macht. Ja, aber David Cage ist auch nicht subtil. Nee. Ich meine, der kommt original am Anfang von Fahrenheit. Hi, ich bin David Cage. Also, ich habe mich immer da in das Spiel eingebaut. Ich bin eine Gummipuppe und ich zeige mir, aber trotzdem muss man es ja nicht gut finden. Das ist keine Entschuldigung, weißt du? Weil wir haben inzwischen Sachen wie Westworld, wie Black Mirror und so. Ja. Und es seit 50 oder 60 Jahren gibt es halt diese vielen Theorien um Androiden und so. Und diese ganzen Asimov. So. Nichts ist neu an dem Spiel. Und dann erwartest du ja eigentlich, dass du so ein bisschen tiefer zumindest geht. Mir ist klar, dass das so ein Blockbuster-Titel ist und dass das eine große. Das sind David Cage-Titel, das wird nicht. Bei David Cage sind auch immer gefühlt alle übergewichtigen Männer sind böse und Vergewaltiger, alle reich. Die sind so ein bisschen widerlich und schwierig böse. Ja, ich wusste sofort, wenn du mit Kara in dieses. Ich wusste, okay, er ist übergewichtig, er ist böse. Geh nicht in das Haus wie mit dem Vater. Mach es das ist nicht. So, es ist auch, es ist, die Szene hat mich sofort auch an Heavy Rain erinnert, wo du halt zu diesem komischen anderen Typen gibst, der dir was in dein Getränk macht, wo ich wusste, okay, wir landen in irgendeinem Keller und wir sind wieder gefesselt. Das war sofort mein erster Gedanke. Als wäre auch mein Wochenende. Als Filmemacher wäre David Cage, glaube ich, nicht sonderlich erfolgreich. Ich glaube, deswegen ist er kein Filmemacher. Genau, aber und das ist ja das Schöne, im Games, auch bei Kojima ist ja noch mal eine ganz andere Hausnummer so, der würde auch als Filmemacher wahrscheinlich abgefahren sein, aber man kann als normaler Filmemacher sozusagen in der Games-Welt viel erreichen, weil es eben wenige gibt, die sich nur auf Story und Charakterentwicklung sag ich mal, konzentrieren. Wobei man sagen muss, da haben die anderen ja auch aufgeholt, sowas wie The Witcher oder so, die einfach geile Charaktere haben. Da muss man ja mittlerweile sagen, ja, David Cage ist jetzt nicht mehr alleine, er konzentriert sich nur auf diesen kompletten filmischen Aspekt, wohingegen andere, auch in GTA 5 oder so, haben ja geile Charaktere, geile Dialoge. Mhm. Und das hat eigentlich, finde ich, Detroit nicht. Ich finde, Detroit hat weder besonders aufregende, klischeefreie, originelle Charaktere, noch hat es Dialoge, die einen irgendwo mitreißen. Also, das für mich waren gerade diese wichtigen Ansprachen, die Kamera ist an, jetzt zeig mal, mein Freund, jetzt rüttel die Leute mal auf, ne? Und dann kommt irgendwas, was mich so wirklich erinnert hat an Matrix 2, diese Zion-Ansprache, wo ich auch damals im Kino dachte, ey, nee, Morpheus, mich hasst jetzt irgendwie nicht. I don't feel it. Tut sich nicht. Und dasselbe hatte ich bei der Ansprache im Fernsehstudio, das hatte ich bei den Momenten,
wo man der Polizei gegenübersteht, mhm, die mir auch zu antagonistisch, einfach nur plump böse ist. Da siehst du null Menschlichkeit in der Streitmacht sozusagen, die einem dann einfach wegballert. Total bescheuert auch, ohne dass sie dran denken, was das für Bilder ergibt. Ja. Ja? Ich habe nicht das Gefühl, dass da wirklich Leute im Hintergrund so rückkoppeln, miteinander reden und sagen, wie kriegen wir das aufgelöst, diese Revolution? Dass dann irgendeiner sagt, nee, schieß doch jetzt nicht. Sondern die machen einfach irgendwie... Es gibt immer die den fahren einen, da ihren Stiefel. Es und gibt immer den so einen Heilsporn, ja, der dann zu früh agiert. Ich muss aber dennoch sagen... Ja, aber also das ist mir zu plump geschrieben, das genau ist mir zu gekünstelt. Ja, und zu sehr, wir brauchen diese Konfrontation jetzt, die stehen da und da ist die Polizei und dann ballern die einfach nur, anstatt dass man irgendein Gespräch hat oder so. Ich hatte das ja auch, weil ich... Entschuldigung, aber ich musste das kurz nochmal energisch hier sagen. Das sind so Punkte, die die Welt nicht besonders authentisch machen irgendwie für mich. Weißt du, da ist so irgendwie, nee, ich glaube euch nicht, weil Polizisten würden, ja okay, in Amerika handeln Polizisten, aber, in so einer Welt, die irgendwie 30 Jahre in der Zukunft ist, und sowas ähnliches oder andere ähnliche Geschichten schon mal durchgemacht hat, ich glaube nicht, dass die so mit Androiden dann handeln würden und sofort irgendwie so plump irgendwie einfach draufballern würden. Und so gibt es halt ganz viele Momente, wo ich dieser Welt einfach nicht viel Glauben schenke. Wobei man da aber auch sagen muss, ich habe insgesamt trotzdem das Spielen genossen. Einfach auch, weil du auch mit, gerade weil wir es zu zweit gespielt haben, uns noch mal ein bisschen aufziehen konnten. Na, wie hast du da entschieden? Oh, ich muss mich schnell entscheiden und so weiter. Man kann es wirklich, wenn du hast ja Matrix 2 erwähnt, mit ein bisschen mehr so einem Blockbuster, gerade im Sci-Fi-Bereich, dann gleichsetzen. Du hast zwar auch teure Filme wie Blade Runner 2049, die auch inhaltlich richtig was bieten, aber dann ordentlich Budget haben. Das wirkt für mich wie ein super hochpoliertes, eben aber dafür storymäßig ein bisschen simpler dargestelltes Sci-Fi-Märchen, wo du dann deine Archetypen hast, die da abgefahren werden und dann bist du, das wirkt sehr komisch, das über ein Grafik-Adventure zu sagen, aber die Story ist da fast das Unwichtigste und die Charaktere, sondern es geht um Style over Substance. Genau, Style, es geht um die Mimik, die Präsentation und einfach die Varianz, die damit dabei ist. Es ist eine variable Geschichte, das ist keine gute Geschichte, aber sie ist variabel. Ja, variabel ist ein gutes Wort. Ich würde mir wünschen, dass sie das als Grundgerüst nehmen und darauf, wie Telltale oder wie Dontnod vielleicht jetzt auch in Zukunft, einfach mehr bauen, auf diesem Gerüst der Entscheidungen, der Möglichkeiten. Ich glaube, brauchen gute Autoren. Wobei du dann mit so vielen Wegen immer diese Probleme haben wirst, die auch Detroit hat. Also, dass einige Charakterentwicklungen nicht besonders glaubhaft sind. Ich brauche auch nicht unbedingt drei Charaktere. Mir würde auch einer reichen, wenn dafür die Entwicklungszeit nicht 5 Jahre sind, sondern 2 oder so. Weißt du, man muss es ja nicht so immer so mega episch aufziehen. Es muss aber auch die richtige Stellschraube eben sein. Ne? Du kannst ja die Varianz behalten und den Aufwand, der reingegangen ist, da ist ja auch jede Menge Budget dann da reingegangen, aber vielleicht musst du die Szene nicht darstellen, dass die Androiden hinten im Bus sitzen, ne? Sondern du kannst exakt mit der gleichen Zeit, mit dem gleichen Budget auch eine gute Szene schreiben. Vor allen Dingen, warum hat der Busfahrer, als Kara mit der Alice abgehauen ist, nichts gesagt, dass sie nicht hinten ist im Bus? Ist das nicht irgendwie ein Ding, was so ein bisschen... Also wer weiß, ob das dem Busfahrer überhaupt wichtig ist oder nicht. Oder sie haben sich von Haus aus dahingesetzt. Androiden machen natürlich nichts anderes. No? Weil ich... Alice als Androidenkind, ich meine, würde sie klassisch... Wenn du holst dir ja so ein Kind und das hat ja wahrscheinlich der dicke Typ, mir entfällt sein Name dann wieder, dessen Frau weggelaufen ist. Der Schläger. Es ist ja quasi ein Surrogat für ein richtiges Kind gewesen. Ne? Und du holst dir das dann, um quasi irgendeine Lehre in deinem Leben aufzufüllen. Und dann behandelst du es auch nicht. Nein, aber nicht nur, also ich meine nicht klassisch dann... Du hast nichts gelernt. Du behandelst es aber überhaupt als Kind. Das war ja sowieso nochmal Sache, dass seine Frau weggegangen ist und er sowieso dann keinen Bock wohl mehr drauf hatte. Warum hat er überhaupt die Batterie? Warum hat er die Batterien aufgeladen? Ich will es auch nicht wissen. Aber du hast dir so ein Kind geholt und du spielst dann mit deiner Frau, als ob du eine Familie oder sowas hast, brichst du deine Illusion, wenn du mit dem Kind mal Bus fährst, dass du sagst, okay, ich pack dich hinten in die Gepäckablage. Das ist ein guter Punkt. Ja, ich weiß es sowieso nicht. Ich verstehe auch sowieso nicht den Punkt, dass Alice halt einfach das LED-Dingibummi nicht mehr hat. Ja. Und warum das nicht jeder weiß, weil auf einmal Marcus und so entfernt ist. Okay, das wäre einfach ab. Ja, Mensch! Alles ist. Weiß das jeder Android von vornherein? Ich meine, dann müsste sie ja auch wissen, können Androiden sich nicht gegenseitig erkennen? Hätte sie dann nicht Alice schon vorher erkennen können? Also, ich meine. Hat man irgendwo. Anscheinend soll man wohl irgendwo ganz am Anfang kurz so ein halbes Alice-Modell sehen, als man im Laden bei Kara oder sowas da ist. Anscheinend. Habe ich gehört. Also aber. Ich weiß nur, das Einzige ist, dass wenn du aufräumst, wo David Cage dir ja nicht zeigt, dass sie diese die Broschüre hochhebt, die du ja erst nachher siehst, wenn du den Alice-Roboter siehst. Aber ansonsten, ich habe da nämlich auch extra geguckt, ob es irgendwelche Hinweise gibt, aber David Cage macht extra einen auf. Das ist ja als Twist war das sehr unbrauchbar, also dass Alice ein Androidenkind ist, weil du wirst an dem Zeitpunkt, wo es dann preisgegeben wird, wenn du auf dem Schiff bist mit Markus und den ganzen Abweichlern, dann hast du ja quasi schon den ganzen
Leidensweg mitgemacht, hast du die ganzen, du hast Alice als einfach als Person wahrgenommen. Und wer da dann sagt, oh, ich habe erfahren, ich bin ein Android als Kara und jetzt weiß ich, dass Alice ein Android ist. Oh, also trete ich jetzt nicht mehr. Es haben trotzdem einigermaßen, das hat ja auch Spaß gemacht, nachher die Prozentzahlen sich anzugucken, wie Leute sich entschieden haben. Aber das ist eigentlich so der unnötigste Twist, der eigentlich an dem Zeitpunkt da ist und lässt sich auch nicht vergleichen. Immerhin war der, was ich Cage dann anrechnen muss, er war nicht so blöd wie bei Fahrenheit, er war nicht so blöd wie bei Heavy Rain und Beyond Two Souls, na okay, der war schon blöd, aber es war okay in der Story. Die Frage ist, ob man überhaupt einen Twist braucht. Braucht es nicht. Story, die so geradlinig ist wie eine Autobahn, du siehst schon alles kommen aus 100 Metern Entfernung. Gerade dieser Twist war wirklich so mit der Ansage vorher noch mal kurz das Airhorn. Wup, wup, jetzt kommt er gleich. Ah, da ist der Twist. Also man hat mit null Feingefühl. Man hat's, ja, null. Der hat einfach kein Feingefühl, das stimmt schon. Vielleicht ist er auch mehr so ein Techniker und ihm ist vielleicht diese Entscheidungsfreiheit, diese Verzweigung, die Baumverästelung ist ihm vielleicht sogar wichtiger als die Story an sich. Ich bin mir da oft nicht sicher. Ich weiß ja nicht, wenn du das Spiel startest, da hast du ja auch dieses Modell, was dir am Anfang gleich verspricht. Oh, ja. This is more than just a game, wo ich schon da saß. Es ist ein David Cage-Game. Sorry, ich weiß, was mich erwartet. Glaubt ihr, dass David Cage sein Gesicht genommen hat und dann als hübsche Frau dargestellt hat? Das gibt's ja wie im Intro von Ridge Racer 4, ja? Wo du weißt ja, die hübsche Renderfrau ist eigentlich das Gesicht von dem Typ. Das wusste What ich the nicht. Fuck? Nein. Ist das so? Ja, also diese hübsche Renderfrau, auf der du dann die Magazine dir angeguckt hast, ist Reiko Kodama, oder? Ist die Fantasy Star. Reiko irgendwas, ne? Ja, genau. War die Fantasy Star, die andere. Das war das Gesicht eines Kerls. Vielleicht hat David Cage das auch gemacht. Er hat sich ja schon als Gummipuppe eingebaut bei Fahrenheit. Jetzt ist er vielleicht die heiße Schnitte. Ich glaube, die Basis für alle anderen ist alles David Cage. War immer David Cage. Das ist die Ausgangsposition. Ja, es gibt noch sehr viel zu besprechen. Die Hälfte der Zeit ist leider schon rum. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen ein kleines Päuschen und dann sind wir zurück mit Detroit Become Human. Jetzt sitze ich doch. Jetzt sitzt du doch. Schön, dass ihr wieder zurück seid aus der Werbung. Wir sind es nämlich auch und haben große Redebedarf über Detroit Become Human. Gut, kommst du klar? Wir haben ein bisschen über die plumpe Story gequatscht, über Erwartungen, die wir dran gehabt haben. Was natürlich auch bei solchen Gesprächen im Nachhinein interessant ist, ist Entscheidungen mal abwägen und gucken, welche Wege man gegangen ist. Vor allem, weil auch Detroit zum ersten Mal eigentlich so, was gang und gäbe in vielen von so japanischen Adventures mit solchen Verzweigungen hat, eine Flowchart gehabt hat. Das ist der Fachbegriff für dieses Baumdiagramm, was man am Ende sieht, was einerseits ganz positiv ist, dass du ein bisschen sehen kannst, hey, ich kann noch mal direkt zurückgehen und noch mal was ausprobieren, aber es nimmt auch ein bisschen was von der Faszination und von der Unberechenbarkeit. Mich hat es komplett rausgerissen, weil ich fände es cool, wenn man das prinzipiell hat und wenn man sich das später mal anschauen kann, irgendwie am Ende des Spiels oder so, aber dass du es nach jedem Level hast, das hat mich immer wieder rausgerissen, weil ich dann genau logischerweise automatisch gucke, okay, wo hätte ich noch lang gehen können? Aber es soll ja meine Geschichte sein, also soll ich sie so erleben, wie ich das halt dort es sehe ist und nicht. Es ist für mich wie so ein Schaltkreis. Genau. So, es nimmt mir eben das Gefühl, dass ich wirklich frei entscheide, was ich mache. Sondern es gibt mir wirklich dieses Gefühl, okay, du bist Teil eines Programms, was genau 5 mögliche Ausgänge hat. Je nachdem, wenn du hier anders entschieden hast. Bei mir ist beispielsweise, ich bin mit Marcus auf dem Boot bei der Flucht mit dem Kopf gegen ein Rohr. Und da ich vorher Scheiße gebaut hatte, war es das. Ne? Was? Der Typ war einfach weg. Und hat seine Adjutantin hat übernommen, hat gesagt, so, ich bin jetzt die Chefin. Und dann ging das genauso weiter. Oh. Und er hat komplett gefehlt. Und es war so deprimierend. Und am Ende hat dann auch, also ganze Missionen haben gefehlt, 1-2 Stunden Spielzeit. Wahrscheinlich haben die 20% des Spiels oder so gefehlt. Und ich habe am Ende auch nochmal, und da kommen wir ja auch gleich wahrscheinlich nochmal auf den Replay-Value, ich habe dann später auch einen Knotenpunkt sozusagen, ich glaube, es war diese Konfrontation, wo man selbst so ein Team aufbaut, wie eine Demonstration aus Leuten, ne? Die ganzen, man läuft durch die Straßen und dann konfrontiert man sozusagen die Menschheit mit der Tatsache, man hat Du machst den Spider-Man von Spider-Man 3. Genau. Hey du. Ja, hey du. Und du auch. Und du bist auch. Zack, zack, bang, bam, piu, piu. Genau. Ja. Und diese Nummer, wenn man da anders entscheidet, dann ändert sich sehr, sehr viel. Und wenn man dann auf dem Boot keinen Mist baut, doch ist eine der relevanten also Sollbruchstellen. Dein gibt Markus, aber mehrere noch. Ja. Also dein Markus ist. Er kann ja da erschossen werden, zum Beispiel auch. Ja, aber ich hatte da vorher einen anderen gerettet, der mich dann gerettet hat. Ja, genau. Siehst du, und so kommt alles irgendwie, die Entscheidungen verfolgen einen. Aber nochmal kurz wegen dem Diagramm. Die menschlichen Schutzschilder alle aufgestellt. Wegen den Diagrammen, da hätte ich nämlich auch gerne gehabt, dass man vielleicht sagt, fürs erste Mal spielen, weil das
Guter das Spiel Punkt. Erkennt ja auch, dass ja. du es zum ersten Mal spielst, ne? Dass man dann sagen kann, okay, ich hätte es ganz gerne nicht, weil ich meine Geschichte erleben will und wenn ich dann nochmal spielen will, weil ich hatte nämlich auch den Punkt nachher mit einem Lager, mit Kara und so, wo dann zum Schluss dieses Diagramm kommt und du bist eigentlich komplett schockiert und sitzt dann da und bekommst dieses und denkst dir, okay, cool. Soll ich euch den eigentlichen Grund nennen, warum dieses Diagramm da ist? Ich habe es nicht gemerkt, dass wir das dann gespielt haben und dann kurzfristig nochmal was Neues ausprobiert haben. Klar, es ist was gang und gäbe in anderen Adventures, aber da ist so ein Baumdiagramm meistens auch so, dass es in der Story involviert ist, dass du verschiedene Abzweigungen machen kannst und nachhinein dann heißt, okay, ich verstehe, warum ich da nochmal hingehen kann und das erledigen kann. Es maskiert Ladezeiten, ganz einfach. Ne? Also es ist ein bisschen so, das erste Mal habe ich es bei Max Payne 3 gemerkt, da hat es nämlich, die Cutscenes konntest du da nicht abbrechen, ja, ganz genau. Ja, aber du konntest da die Cutscenes auf der PS3 nicht abbrechen, da hat eine Level-Cutscene 5 Minuten gedauert und die Ladezeit selber war 4 Minuten. Wenn du auf Abbrechen gegangen bist, hat das 4 Minuten im Hintergrund geladen und hier waren es jetzt nicht 4 Minuten, aber dir das Baumdiagramm kommt, wir hatten vorher was anderes ausprobiert und abgebrochen und dann lädt das Ding erstmal. Das beschäftigt dich ja auch kurz, dieses Diagramm. Es lenkt dich einfach mal automatisch. Automatisch guckst du rein, was hätte ich denn so machen können. Ja, aber wenn du halt wirklich emotional involviert warst, gerade in dieses eine Kapitel, ist so ein Diagramm richtig beschissen. Ja, voll. Also wenn du halt merkst, okay, das war gerade heftig, was da passiert ist, dann will ich nicht sehen von wegen, oh, du hättest dich hier übrigens anders entscheiden können. Vielleicht. Willst du nicht sagen, aber dass auch so ein bisschen Luft durchatmen gar nicht mal so schlecht ist. Nach dem Zlatko-Kapitel habe ich erstmal kurz eine Pause gebraucht. Echt? Nee, das fand ich, also ich meine, meinetwegen hätten die das machen können wie bei Heavy Rain, dass man nochmal die Gesichter sieht oder von mir aus die blonde Androidin, die mir nochmal irgendwas erzählt oder mich auch nur anguckt oder so. Aber ich fand das Diagramm oftmals ziemlich... Ich glaube, die Androidin wäre wirklich für mich auch eine gute Alternative gewesen. Das hätte ich auch lieber gehabt als das. Bist du gerade nur du, Gregor. Nur deine Frau. Die Androidin ist ja aufgetaucht, wenn du das. Sie war ja das Hauptmenü. Ja. Genau. Und sie hat ab und zu dich mal gefragt, wenn du es wieder gebootet hast, hey und so weiter, sind wir Freunde? Mhm. Und da hatte ich Katharina gerade den Controller in die Hand gegeben und sie hat gesagt, nein, wir sind keine Freunde, weil sie nicht gemocht hat. Ne? Ich habe gesagt, wieso sagst du ihr denn das? Ne? Und dann auch solche Diskussionen und sowas. Sie wollte nicht, dass Markus mit North zusammenkommt. Also Markus mit deiner... Oh, ich fand die aber auch nervig. Die war aber auch sehr bitchy, aber ich wollte auch Glück für Markus haben und dann habe ich sie schön mal zusammengebracht am Ende. Ich habe nur gesagt, ja komm hier. Ja, lieber. Ja, Liebe ist doch auch eins der Leitmotive im Spiel. Das muss man dann auch schon versuchen auszuprobieren. Ist es nicht das, was den Menschen wie immer, was den Menschen zum Menschen macht, die Möglichkeit zu lieben? So, ich fand die Liebesgeschichte zwischen Hank und Connor viel schöner. Ich kann nicht mehr sehen. Das war Bro-Love. Ja. Aber da, Bro-Love, dann die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind und dann eben die Liebe zwischen Mann und Frau. Ne? Ja. Und hätte er noch zwei andere, dann gäbe es wahrscheinlich auch noch zwei schwule Roboter oder einen Transroboter oder so. Also wenn wir jetzt die noch mehr Roboter hatten wir ja auch bei dem. Wie bitte? Den schwulen Roboter hatten wir ja auch bei dem Nightclub. Ah, der Nightclub, ja. Allgemein, also lesbisch aber, in dem Falle. Ja, okay. Aber ich glaube, da hätte man trotzdem noch mehr drauf. Programmiert oder war das programmiert oder war das freie Entscheidung? Also das schien ja irgendwie frei entschieden. Okay. Also so haben die es ja so erzählt. Naja, es war ja die haben sich ja ein bisschen ähnlich wie North, also die Mitrevolutionäre, die dann immer so bräsig gewesen, die war ja auch ein Sexbot. Ne? Die übrigens und, alle die gleiche Geschichte haben. Sind alle gleich, ja. Oh, ich habe gemerkt, ich bin ein Sexbot und das finde ich nicht so toll. Den Fall, den man da hat mit Connor, erwirkt. Wieder übrigens übergewichtiger Mann, der irgendwelche komischen Gelüste hat. Wer geht denn sonst hin und Sexbot und holt sich die dann? Es sind immer die übergewichtigen Männer, die David böse Cage sind. Kennt seine Zielgruppe. Ja, aber da hat die wahrscheinlich einer von PFPS wieder genauso ausschaut, während er das Spiel gesagt hat. Was? Ja, auch der Typ, wo die erste Leiche mit Connor, das ist auch ein übergewichtiger Mann. Hübsche Menschen machen halt nun mal nichts falsch. Ich kann es auch nicht ändern, es ist halt einfach so. Außerdem, was sind denn das überhaupt für schlechte Polizisten da? Du kommst in das Haus und die haben nicht das ganze Haus gecheckt, also auf dem Dachboden oder so, sondern auch jemand, was war da? Nein, egal. Ja, es ist eh so ein bisschen, aber trotzdem, auch wenn dann die Polizeiprozedur nicht aufrechterhalten wurde, ich habe es ja schon gesagt, mir hat die Sache mit Connor am meisten Spaß gemacht, weil du auch merkst, dass Cage und seine Truppe da eben durch Heavy Rain und andere Sachen diese Detektiverfahrung haben. Ja, halt also so, auch. Man erfährt und ja auch am meisten auch, mit Connor. Man hat ja, glaube ich, am meisten Wissen, man deckt am meisten auf mit ihm. Ja. Alle anderen sind ja beschäftigt, ne, mit ihrer Revolution oder mit der Flucht. Wegrennen. Und Connor ist eben der Einzige, wo man wirklich auch regelmäßig Fakten kriegt.
Er hat ja eben dann auch in seinem eigenen Kopf diese Zwiegespräche mit seiner Chefin. Mhm. Wir hatten es einmal, wir wollten eigentlich durchspielen, sozusagen, wenn wir abkratzen, dann ist es so. Mhm. Ne? Aber da waren wir kurz vor Ende und da hat es Connor bei uns einmal gefetzt. Oh. Ne? Durch irgendwie so eine Entscheidung. Einfach so. Und da haben wir tatsächlich nochmal neu geladen und es dann gemacht. Anscheinend hättest du dir ersparen können. Ja, kannst du dir ersparen, weil da einfach neuer Connor kommt, oder? Es passt in den Kontext der Geschichte und auch zu Connors Werdegang und so. Es ist aber gerade mit dem Ende auch, wo der doppelte Connor kommt, ist es natürlich schon ein bisschen Foreshadowing. Ja, das kommt drauf an, ob du da zu dem Ende überhaupt kommst mit dem doppelten. Ja, ist das so? Weil Mal hatte ich es nämlich nicht. Du hast es zweimal durchgespielt. Ja. Ne? Hatte ich beim ersten Mal, ich kann es nicht mehr sagen. Ich glaube, die Alternative, also bei mir ist auch Connor zum Abweichler geworden, ist dann in diese Fabrik gegangen, dann gab es eben den Kampf zwischen den zwei Connors und das typische, ich weiß nicht, welcher ist, aber ich bin Hank und ich hoffe, ich erschieße den richtigen. Diese Klischee-Szene, die dann gespielt wird. Das ist wirklich der aller 0815. Er nimmt alles, er klaut überall ein bisschen alles. Und dann packt es einfach zusammen. Das haben wir schon 100 Mal gesehen, das. Wenn du dich für den... Also ich weiß nicht, wer so wie das Spiel geeignet sich für den anderen Weg entscheidet, dass Connor eben die Androiden jagt und dann zum Androidenkiller wird. Im Grunde, glaube ich, soweit ich gehört habe, geht das Spiel dann dahin, dass sich Connor versucht reinzuschleichen in die ganze Abwehrbewegung da und dann als Killer dann auftaucht am Ende bei dieser Ansprache. Genau. Also. Oder wie sieht das aus? Ich hatte den ersten... Das erste Ding hatte ich gespielt zusammen mit Clemens und wir haben uns auch immer abgewechselt und entschieden. Und wir hatten eigentlich am Anfang dachten wir so, uns gefällt es eigentlich, dass Connor so ein bisschen der Roboter ist, der irgendwie versucht, menschlich zu sein. Und uns war das in dem Moment, als wir diese Entscheidung getroffen haben, gar nicht so bewusst, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt entweder komplett dafür oder wir töten die, weil eigentlich uns die Rolle so gefallen hat, ey, er ist der Roboter, der noch nicht auf alles ganz so klarkommt und das ist cool. Mhm. Und wir hatten dann die Entscheidung getroffen, dass er dann quasi nachher versucht, Marcus zu erschießen. Mhm. Und damit war das eigentlich relativ vorbei, weil wir nachher dann auch gesagt haben, okay, wir zünden diese dreckige Bombe und so und waren dann richtig jetzt ist egal, jetzt komm. Abgeschissen. Ja. Deswegen, also es ist gar nicht zu diesem Schluss gekommen, wo alle dastehen und er das Attentat macht. Ja. Das hatte ich zum Beispiel dann auch gar nicht. Gut, aber du hast ja dadurch die Möglichkeit, durch die Flowchart, durch das Menü und so weiter, am Ende werden die Rücksichtspunkte, das hat Fabian gesagt, weil ich habe die nicht besonders häufig benutzt, ein- oder zweimal eben, dass ich nochmal einen Rücksichtspunkt angegangen bin, die werden sehr weit verteilt irgendwann später aus. Ne? Wenn du das am Ende machen willst und dann nochmal eine Sequenz spielen willst, auf einmal wirst du eine Dreiviertelstunde zurückgeworfen, sodass es weniger attraktiv ist, da nochmal Sachen rund. Das war der Grund, warum ich das nicht nochmal gemacht habe. Ich habe mir dann original auf YouTube noch andere Wege angeguckt. Weil es halt schneller geht. Im Grunde ist ja auch nichts anderes als YouTube in dem Fall. Ja, du suchst ja einfach einen Weg aus. Man guckt ja eh nur zu. Also abgesehen von den Bewegungen und ein bisschen. Aber so die Quicktime-Events. So am Ende, als hier Markus dann durch diese ganzen Gatling ganz durchgegangen ist und dann hier den Kick gemacht hat und dies und. Das war ja schon richtig Gameplay. Ja, weiß ich nicht. Aber gut, man weiß ja, was man kriegt. Also das ist nicht, also ich meine jetzt spielerisch, dass es spielerisch nicht mehr Tiefe hat, ist mir ja klar bei einem Quantic Dream Spiel, dass es halt hauptsächlich auf Quicktime-Events setzt und dass auch die Bewegungsvielfalt, also es ist ja keine Open World, du kannst nicht mal in der Stadt großartig dich umherbewegen, sondern der Weg ist schon sehr extrem linear. Dafür ist es aber auf der anderen Seite wiederum richtig toll gepolished, ne? Das hatten wir vorhin auch kurz, technisches Ast rein. Und was ich cool finde, das wollte ich auch noch kurz ansprechen, Stichwort Inszenierung, bei den drei Charakteren, und deswegen finde ich gut, dass es drei Charaktere sind, die sind alle drei unterschiedlich inszeniert. Ich hatte auch ein Interview mit dem Co-Producer von dem Spiel und der hat halt gemeint, die haben extra Cinematographer gehabt, also drei unterschiedliche, für die drei unterschiedlichen Charaktere. Mhm. Deswegen sind die Momente von Kara zum Beispiel alle so sehr ruhig und irgendwie mit atmosphärischen Klängen und der Sound ist dann da auch ein bisschen schöner immer. Du hast ja viel irgendwie Regenszenen bei ihr auch und so weiter. Dann ist halt bei Connor ist alles so ein bisschen actionlastiger, ja später auch. Und bei Markus ist alles ein bisschen actionlastiger und bei Connor hast du ja diese ganze Detektivarbeit und so. Das heißt, es wirkt alles sehr unterschiedlich. Also mir hat es gefallen von der Inszenierung so, weißt du? Weil wenn du nur einen hast, wie beispielsweise Connor, dann hast du nur die Detektivarbeit und dann hast du halt auch keinen Bock drauf, das ganze Spiel über nur das zu machen. Aber du hast ja auch Hank. Du hast doch Hank, genau. Sowieso, gut gecastet, ne? Du hast Clancy Brown eben als Hank, du hast Lance Henriksen hier als den alten Opa. Sie haben da so wirklich ganz gute Rollen gefunden. Und ich habe zuletzt auch was gesehen, das sind ja auch richtige Leute und Schauspieler, die dann die Charaktere verkörpern. Der Actor von Connor ist, glaube ich, im echten Leben zusammen mit einem von den Lesbenrobotern, die aus dem, oder zumindest haben die zusammen gemeinsam ein Let's Play gemacht, wo sie selber dann das Spiel spielen und sich selbst dann dabei zocken. Also es ist auch ganz angenehm. Der spielt doch auch hier bei
wie heißt das, diese Krankenhausserie. Da spielt doch der Markus mit. Da hängt ja was. Wie heißt das? Gesehen. Heißt die? Ach so, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, da spielt er mit. Ach so, Markus? Ja, der spielt bei Grey's Anatomy. Ja, Markus, der ist auch irgendwo anderswo habe ich den auch nochmal gesehen. Ja, Cabin in the Woods kannte ich ihn nur. Cabin in the Woods, genau. Die anderen beiden haben sie auch ein bisschen noch abgeändert. Also da sehen die eigentlichen Schauspieler ein bisschen anders aus. Bei Markus, den haben sie ja wirklich original gemotion captured, einfach wie er aussieht. Die haben sich gedacht, wir haben den hotten Dude, den nehmen wir. Wisst ihr, was wirklich traurig ist? Das allerbeste, was Detroit emotional hervorgebracht hat, ist der Teaser-Trailer mit der Kara-Darstellerin von vor so vielen Jahren. Ach, ja. Weil das hat eigentlich alles ausgesagt, was das komplette Spiel nicht in dem Punkt zusammenfassen konnte, in 6-7 Minuten. Ja, das Problem von Detroit ist ja auch, dass es ein bisschen zu spät kommt. Das ist mindestens 2 Jahre 20 Jahre, gekommen. 30 Jahre beim Storytelling? Gut, das mag sein, aber auch vergiss mal nicht, dass gerade in den letzten Jahren mit dem Remake von Blade Runner Deus Ex, genau, Machina und so. Mhm. Diese ganzen Filme, es gab einige Filme, die das Thema bewusst haben. AI, Ex Machina, genau. Und dann gab es noch 1-2 andere. Ich weiß nur gerade gar nicht mehr alle, wie sie. Ja. Es gab auf jeden Fall diverse Varianten. Ja, Thema, wir haben das Thema durch. Ja. Ja. Wir haben jetzt gerade mit Serien, Altered Carbon und was weiß ich, wir haben so viel. Black Mirror, Alter, das ist Sci-Fi. Genau, wir haben das jetzt alles, wir haben die Regeln verstanden dieser Welt, wir kennen die Probleme und die Herausforderungen dieser Welt. Und im Grunde bietet David Cage uns da null Neues, also wirklich null. Ich meine, wir haben alle moralischen Dilemmas, haben wir hier alle schon 1000 Mal gehabt, ne? So der Roboter, der seine eigene Gattung jagt, dann irgendwie derjenige, der anfängt, eine Erweckung zu haben und irgendwie damit erstmal klarkommen muss und eine Revolution. Wie zählt man die an moralisch? Ist man friedlich und riskiert, dass die eigenen Leute sterben? Ist man aggressiv und riskiert, dass der Kurs verloren geht, dass die Meinung quasi der Bevölkerung gegen einen gestellt wird? Dann hast du hier das Kind, was eigentlich als Android komplett eigentlich Fehlprodukt ist, was soll denn jetzt, es wird ja nie erwachsen, das ist eigentlich eine ganz komische, also für, nein, ja, mehr, stell dir mal vor, du bist für immer Kind. Permanent Android, Pubertät. In einer Androidenwelt für immer Kind, permanent Pubertät, das ist schon eine strange Nummer. Also, das ist auch ein Podcast-Name, oder? Wenn sie irgendwann 100 Jahre alt ist, dann können sie in Blade Runner so einen philosophischen Monolog halten, weil es so strange ist, ne? Dieses kleine Kind, was so mega alt ist. Und sie ist natürlich, ja gut, ich brauche sie alle durchgehen. Kann halt selber auch noch nicht mal abstellen, dass ihr warm und kalt ist und sonst irgendwie was, offensichtlich. Und sie ist halt so sie empfindet Muttergefühle für das Computerkind, ne? Mhm. Also ich finde die Dilemma, in denen die einzelnen Figuren hier stecken, sind nicht neu. Sie sind schon interessant, aber man hat das woanders schon viel besser gelesen. Es wurde schon in Westworld wurde so viel besser das Thema beackert, auch wenn ich Westworld gerade die zweite Staffel jetzt auch nicht so toll finde. Ja. Aber da wurden alle Monologe schon längst geliefert. Besser und auch subtiler und so. So, it's done. So. Tut mir leid. Und deswegen habe ich vorhin nämlich nach der Herangehensweise gefragt, weil es eben auch, glaube ich, so ein Punkt ist, wenn du viele Sci-Fi-Werke kennst und gerade auch viele Cyberpunk-Werke, dann wirst du damit nichts Neues kriegen. So. Nee. Aber wenn du dich noch nicht allzu sehr damit auseinandergesetzt hast, dann, glaube ich, kannst du da wirklich sehr gut von unterhalten sein. Und deswegen verstehe ich auch, wenn Leute das Spiel total auseinandernehmen, weil sie halt einfach wirklich gar nichts mehr kriegen und alles ultra plump ist. Aber wenn du halt dich noch nicht so sehr mit solchen Themen auseinandergesetzt hast, dann, glaube ich, kann es richtig gut einem gefallen. So, das ist für mich echt eine Frage der Herangehensweise. Darf ich eine kleine Theorie äußern? Und das hatte ich mir auch schon gedacht, als ich das Spiel dann durchgespielt habe, die eventuell ein bisschen mehr Tiefe in das ganze Spiel reinbringt, aber vielleicht gar nicht von David Cage so die Intention war. Dieses Erwecken der Androiden, ne? Dieser Impuls, dass ihnen Leben zugespielt kommt, das wird natürlich innerhalb des Spieles nicht erklärt. Auf einmal hat Markus ein Bewusstsein und kann sie durch das Berühren dann lebendig machen und so weiter. Und die Menschen innerhalb des Spiels verstehen nicht, wie das funktionieren kann, es wird nicht erklärt und so weiter. Was ist es, wenn dieser Lebensimpuls, ne? Dass der Spieler eigentlich ist, der das Spiel dann gerade zockt, ne? Weil wir sind quasi die Androiden zu menschlichen Entscheidungen bringen, dadurch, dass wir durch den Controller das Interface haben. Die Androiden selber kennen diese Komponente nicht, aber wir erwechseln sie sozusagen. Also sind wir quasi Wir sind R9, genau. Das war so ein bisschen meine Theorie, was das nochmal ein bisschen in einen anderen Kontext setzt. Also ich kann nicht sagen, ob das wirklich auch die Intention ist, aber es fühlt sich für mich ein bisschen richtiger an, weil du wirst quasi wirklich vor ein Problem gestellt innerhalb dieser Welt, wo was nicht erklärt ist, und das macht es für mich wieder ein klein bisschen runter. Wir sind der Störer als Spieler, wir sorgen dafür, dass dann eben diese ganzen Sachen passieren, und auch wenn es innerhalb der Welt komplett unerklärlich ist, Roboter haben ein Bewusstsein. Nein, wir sind dadurch und machen das durch das Spiel selber. Wenn David Cage noch in dem Mindset von Fahrenheit Spiele entwickeln würde, heutzutage, dann wäre das einer von 20 anderen Twists
ihr erinnert euch sicher an Fahrenheit, weil ja. da kam das genau. und dann das und dann das und dann gabst du wirklich dann nur noch einen Fick drauf. Oder, ja, oder es wäre völlig ausgeartet und wir wären plötzlich auf dem Mars gewesen. Und, oder so. Und an sich, jetzt wir rückblickend, finde ich diesen mutigen David Cage eigentlich geiler. Also, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, dass das Detroit geht halt nicht bei so einem AAA massiven Budget-Spiel, was funktionieren das muss. 5 Jahre in Entwicklung. Genau, sonst ist die Firma bankrott. Es ist jedes Mal so ein Schwarz-Weiß-Ding. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und in dem Fall kann man diese Risiken nicht mehr eingehen. Aber wie geil wäre das, wenn er so einen Twist hätte und dann noch einen Twist. Das wäre unerwarteter auf jeden Fall. Ja. Ich habe ja nicht mal irgendwie so einen Satz gesagt. Deswegen, es gibt auch keinen zweiten Teil zu Heavy Rain, weil er eher was um David Cage, also ein Genre um David Cage rumbauen will. Hat er nicht mal sowas komplett Absurdes gesagt. Viel kannst du dann einfach dann runterbrechen auf Storytelling. Ich weiß nicht, ob mir Detroit besser gefallen hätte, wenn es diesen Wahnsinn von Fahrenheit dann mitgenommen hat. Fahrenheit war eben irgendetwas, was total ausgeartet ist, nach einem spannenden Anfang, wo er nicht wusste, wie er die Geschichte zu Ende bringen soll. Ja. Und das hast du mit allen Sachen leider gehabt. Ich würde fast, also Beyond haben, glaube ich, wie im Gespräch vorher die wenigsten eben hier durchgespielt. Das hatte noch einen einigermaßen sinnigen, wie es zusammengekommen ist am Ende. Aber alles andere ist mit der heißen Nadel zusammengestrickt. Also ich komme immer noch nicht darauf klar. Heavy Rain ist eigentlich wirklich ein toll inszenierte und auch sehr spannend zu verfolgen. Das beste Spiel der letzten oder kommenden 5 Jahre. Ja, von 2008. Also von 2008. Es war 2013 noch. Bis 2013 war es noch das beste Spiel. Das beste David Cage-Spiel auf jeden Fall. Hey. Auch bis 2013. Ich habe das geliebt. Aber dieser echt künstliche, ich will das jetzt nicht auch konkret ansprechen, weil hier spoilen wir nur Detroit und nicht Heavy Rain. Aber dieser Kniff, um zu erklären, wer der Killer ist und was da gerade abläuft, wo dann einfach der, wie nennt man das so, unsafe Narrator oder sowas, da gibt es den Geschichtenerzähler, dem du nicht vertrauen kannst. Dem man nicht vertrauen kann. Ne? Und das bricht alles für mich wieder auseinander. Ja, finde ich auch. Und ich habe einfach das Gefühl, dass da auch immer ständig in jedem Heavy Rain Titel Plotholes sind. Und ich glaube einfach, dass David Cage, eben Quantic Dream Titel, sorry. Quantic Dream, Heavy Rain, das ist das Gleiche. Ja, eben. Ist ja ein Genre. David Cage. Ja. Dass er einfach kein guter Drehbuchautor ist. Und ich nimm mal das Production Value weg und diese ganze Technik und alles, was einen so umhaut. Auch die gute musikalische Untermalung und all das. Also das hohe Production Value. Und dann bleibt da halt nicht mehr viel übrig. Ich glaube, wenn du das packen würdest auf einen reinen Film oder auf eine reine Serie, dann würde es jeder so richtig scheiße. Wir kennen ja schon das nächste Spiel von David Cage. Ne? Vor 2 Jahren gab es diesen Der Zauberer mit dem Gnom, mit dem Kessel, den Trailer. So. Ja, ja. Ja, ich meine, Cara hat ja auch angefangen. Und der war großartig. Demo mehr oder weniger. Und ja, sie machen immer so ein Foreshadowing und die Tech-Demos werden dann gerne, genau. Mhm. Wobei man sagen muss, dass zu Heavy Rain die Tech-Demo war dann was später Detroit wurde. Ja, das. Wisst ihr noch, vor Heavy Rain gab es doch... Nee, Heavy Rain war das Gespräch mit der Nutte, die dann das on war camera... Das, Entschuldigung, wo sie leben, dann weinte sie und draußen... stimmt, dann habe ich das gleich danach kam die Cara-Demo. Cara kam kurz nach Heavy Rain und dann zwischendurch haben sie aber noch Beyond gemacht. Wegen Beyond, genau. Und dann irgendwie... Und also man kann schon immer sehen. E3 oder so. Ja, genau. Und dieser Zauberer-Trailer war nicht nur visuell sehr, sehr beeindruckend, sondern auch, hat wahrscheinlich ähnlich wie bei dem Cara-Trailer dann vorher... Er hat innerhalb der 5-6 Minuten den Humor getroffen, hat Spaß gemacht, hat aber wahrscheinlich aber auch alles ausgesagt, was das Spiel, was jetzt wahrscheinlich auf der nächsten in Reihe angekündigt wird, machen wird. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl einfach, dass er immer eine gute Idee hat und zeigt, was die PlayStation so kann. Aber an sich, es geht ja auch schon los in der Welt, in der die leben. Und du hast, was sagen die, 35% Arbeitslosenrate? So, was ist denn das für eine Welt? Und dann feiern die sich trotzdem hart ab, dass wir sind die USA und wir sind ein starkes Volk. Ihr habt 35% Arbeitslosenrate. Alle meckern wegen den Androids, dass sie die Jobs wegnehmen, aber gleichzeitig kaufen sie sich für 10.000 Euro die Androids. Das ist die Frage. Die kosten ja teilweise nur ein paar tausend Dollar. Ja. So, 7.000. Sind die subventioniert ohne Ende oder ist das so eine Wegwerfgesellschaft? Es sind Bauteile aus Austin. Also unglaubwürdig to the max. Das meine ich voll mit dem Worldbuilding und dass ich dieser Welt nicht besonders viel abkaufe. Ja. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass ich da einfach glaube, okay, ich bin gerade in einer Welt, die wirklich in 30 Jahren so sein könnte. Oder nicht mal in 30, ich glaube, es spielt 2030. Also so in 10 Jahren. Ich würde mir einen Androiden kaufen, der dann für mich protestieren geht gegen Androiden. Ja? Der dann sagt, they took a gerbs. Ja. Ich meine, die Idee ist ja schön, sag ich mal, das Gedankenspiel weiterzuführen
und wir kommen ja irgendwann an den Punkt, dass man sagt, okay, Automatisierung sorgt dafür, dass es keine Jobs mehr gibt und so. Das wird ja irgendwann so kommen. 35%, herzlich willkommen zum Nachspiel. 35% Arbeitslosigkeit, also uns wird es nicht treffen. Uns wird es als letztes treffen. Aber wir werden auch irgendwann ersetzt. Aber in dem Sinne ist ja auch vielleicht Detroit ganz schön für Leute, die sich nicht mit Automatisierung und so auseinandersetzen und das dann in so einem Blockbuster-Bereich kriegen. Weil ich sehe immer noch auch im Freundeskreis von Leuten irgendwie aus der Heimat und so, dass die mit sowas sich gar nicht auseinandersetzen. Ich meine, wir haben das schon hin und wieder durch irgendwie Serien und unterschiedliche Werke. Wir setzen uns damit auseinander. Was ist in 30 Jahren so? Das ist alles näher als je zuvor. Und dafür geht Detroit nicht weit genug. Dafür geht es nicht weit genug. Aber es die Auswirkungen überhaupt nicht. Nee, das ist stimmt. Eigentlich nur, oh, guck mal, die armen Roboter werden wie Sklaven behandelt und guck mal, die Menschen, eigentlich, die Menschen werden gar nicht definiert in Detroit. Oder es geht nur um die Androiden. Alle Dialoge, die da sind, sind super schlecht geschrieben. Ich habe mir mal vorgestellt, als wäre ich in so einer, weiß ich nicht, in so einer GZSZ-Soap, wo die halt auch so Markus schubsen und so dumme Sprüche bringen. Wo ich sage, wo sind wir denn? Bin ich auch komplett bei euch. Ich meine nur, ich glaube, für eine Anhängerschaft oder für eine Spielerschaft, die jetzt noch nicht allzu viele Werke kennt, ist es schon mal ein Anfang. Ja. Diese Mainstreamigkeit ist ja auch ein Vorteil. Wir haben es ja geklärt, es geht darum, möglichst viele Leute zu erreichen. Es geht darum, das nächste Spiel mit dem Zauberer machen zu können. Insofern kann ich das schon verstehen. Nur es ist halt schade, wenn man da als Gamer, der mehr spielt als ein Spiel alle 5 Jahre, wenn man da so ein bisschen denkt, okay, was habe ich jetzt eigentlich gemacht, die 8-9 Stunden so. Es sieht nett aus. Es ist ein Spiel, wo man 10 Stunden Spaß hat, es vielleicht ein zweites Mal spielt, aber es ist ein Spiel zum Verleihen. Es ist ein Spiel, um Leuten zu zeigen, guck mal, wie geil das aussieht. Guck mal, du kannst quasi geile Snippets nehmen, so geile 30-Minuten-Stücke und die jemandem zeigen, 3-4 davon, und der wird weggehen und denken, boah, geil, was ich gerade gesehen habe, Hammer. Gerade auch so nicht-affine Spieler. Ja, also, ist ein Showcase, es ist so eine riesige Tech-Demo eigentlich. Ja. Also, und das ist auch eine Sache, die bei anderen Quantic Dream-Sachen Spaß gemacht hat, wenn du es durchhattest und dann jemand an den Controller drückst und dann nur zuschaust, wie da das ist dann quasi die weitere Entwicklung, die gekommen ist. Und man muss sagen, David Cage hat es vielleicht in der Richtung richtig gemacht. Er hat ein perfektes Spiel gemacht für die ganze YouTube-Weiterverarbeitung oder Twitch-Streamer. Ne? Also, sobald sowas kommt, du weißt, das ist was sowieso narrativ aufgebaut ist und so viel unterschiedlich sein kann. Ich kann mir 10 Let's Plays angucken mit meinen Lieblings-Let's Playern und die sind alle unterschiedlich und wie sie vor und mit dem Spiel agieren. Stimmt, das ist sehr interessant. Wie Reaction-Videos zum Spiel sind sehr unterschiedlich. Aber du könntest auch das komplette Spiel einfach auf YouTube laufen lassen. Also mit den Entscheidungen tatsächlich. Links, rechts, oben, unten, A, B, C. Könntest du über YouTube laufen lassen. Du eigentlich brauchst schon, das Spiel oder eigentlich auf einer, oder auf einer DVD oder Blu-ray mit. Es ist Dragon's Lair. Noch besser, genau. Es ist Dragon's Lair. Es ist ein sehr komplexes Dragon's Lair. Frage ist, ist es schlimm, dass es solche Spiele gibt? Ich finde nämlich nicht. Ich liebe den filmischen Aspekt dahinter. Ich wünschte nur, der Film und die Charaktere würden mich mehr ergreifen, die Dialoge wären besser. Ich wünschte mir einfach, das Handwerk wäre besser. Technisch ist es mega beeindruckend, grafisch mega beeindruckend, ambitionell, sagt man das so? Von der Ambition her, es ist ebenfalls beeindruckend. Aber David Cage braucht mal jemanden, der beiseite nimmt und sagt, ey, mach doch einfach den technischen Part, mach die Vision, verkauf die PR und den ganzen Kram, mach das alles, aber hol den guten Autor. Von Life is Strange. Die Leute im Ernst, finde jemanden, der deine Charaktere gut schreibt und vielleicht, ihr habt irgendeinen Prozess, die müssen einen Prozess bei Quantic Dream haben, das runterzudampfen auf den absoluten Konsens, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das ist vielleicht nicht ganz korrekt. Da müssen sie in die Gleichung vielleicht noch ein paar Ecken und Kanten einbauen. Da muss noch ein bisschen was passieren. Ich finde aber auch, dass es der nächste ist nicht mutig genug. So. Weißt du, wir hatten ja früher hatten wir einfach Stummfilme, dann Schwarz-Weiß und den ganzen. Und ich finde so, dass der nächste Schritt als Film, mit dem du selber interagieren kannst, wo du halt das Gefühl hast, du bist noch mehr in der Geschichte drin. Und das, finde ich, ist halt deswegen auch der nächste Schritt. Und das muss nur noch besser werden einfach. Ich finde gut, dass sie diesen Weg gehen. Einer muss ihn gehen. Und ich finde, die sind da schon sehr weit und können da ruhig noch ein bisschen neue Welten für uns erobern. Ich hoffe nur, dass andere auch folgen. Ich hoffe eben, dass nicht jeder denkt, das ist schon das Beste, was geht, sondern dass Leute wie wir sagen, ey, das geht besser. Ich befürchte, lass uns mal ein Spiel machen, was ähnlich funktioniert, aber... Ich befürchte fast schon, wenn es dann um das nächste Quantic Dream-Spiel geht, wir werden in der Konstellation noch mal in 5 Jahren zusammensitzen und exakt das Gleiche sagen, nur der Titel lautet anders. Ich gebe ihm jedes Mal eine neue Chance. Ja? Ist es noch so? Und ich werde auch unterhalten werden. Ich bin gespannt, ob Sony überhaupt Bock drauf Beyond war doof. Ich bin gespannt, ob Sony als Publisher überhaupt Bock drauf hat. War doch ein Erfolg, oder? Naja, aber das Problem ist, es gab ultra viel Kontroversen. Ja, aber es gab diese häusliche Gewaltszene auch im Vorfeld. Ja, ich glaube, aber das ist doch alles geile Presse. Ja, du musst doch irgendwie das Thema PlayStation dann auch, die müssen doch in diese Vision in dem Fall investieren. Der Markt, der bringt jetzt nicht vielleicht mega Geld rein, aber er ist ein, wie nennt man das? Das ist so ein Unicorn. Das ist so eine Sache,
die kein anderer hat. Das ist ein Exklusivtitel, den du halt halten musst. Die zeigen halt auch, wie geil das sein aussehen kann auf einer Playstation. Das ja, halt auch noch das natürlich technischer Schuggel. Ja, aber auch fürs Feuilleton, sowas ist halt perfekt, ja, ne? Um Leute zu erreichen, die dann darüber diskutieren, als wäre es was Besonderes, obwohl es in Wirklichkeit eigentlich total unspektakulär ist. Aber für Leute von außen wirkt es, als wäre es ein besonders herausragender Titel, den man irgendwie, sage ich mal, jetzt in Spiegel im Kulturteil abfällt. Und ich wette, dass es dazu ein Review gab bei Spiegel. Ich weiß es nicht, aber ich nehme an. Du bringst das auch besser weiter, als wenn du... Ja. Hast du wahrscheinlich geschrieben. Ja, genau, ich hab's geschrieben. Ja, zeig da im Vergleich mal irgendwie die janky Comic-Grafik von dem Walking Dead von Telltale, was wahrscheinlich besseres Storytelling hat. Mittlerweile nicht mehr ganz so wie bei den ersten Teilen. Ja, oder Life is Strange. Aber da reicht einfach deine Message, kannst du besser weitergeben, wenn du normalen Bericht dazu die machst. Die sollten Don't Not aufkaufen und einfach mit denen zusammen was machen. Ich hab vorhin gemeint, so, ey, die Autoren von Life is Strange, die, Entwickler, die für die technischen Sachen verantwortlich sind, können sie behalten. Und dann kommt vielleicht und ganz im Ernst, Leute, nicht nur Life is Strange, Remember Me hatte eine spaßige Story und interessante Sachen gehabt. Und Vampire, diese Entscheidungsfreiheit, die du da hast. Vampire war großartig. Ich finde, gerade mit Konsequenzentscheidungen. Die machen wenig falsch. Aber es ist halt auch immer. Die wissen schon, wie es geht. Aber es ist halt auch immer mutiger. Es ist immer ein mutiger Schritt und da musst du erstmal irgendwie auch einen Producer für finden. Ne? Also einen Publisher. Ja. Weil das ja doch dann relativ mutig ist und sowas im kleinen Rahmen man eher macht. Und Dontnod ist ja relativ klein immer noch. Aber es geht alles ja mehr. Mittlerweile. Aber es geht alles auch mehr in die Richtung. Also die Spiele haben jetzt alle die Open World erobert und jetzt geht's langsam wie bei Dying Light, wenn ihr euch erinnert, auch darum, die Open World gemäß der Entscheidungen, die man im Spiel trifft, anzupassen. Also bei Dying Light ist ja so, dass sich die Optik komplett ändert. Und Heavy Rain ist natürlich viel extremer so, aber irgendwann wächst das, glaube ich, alles immer mehr zusammen und auch BioWare-Spiele werden ja auch immer komplexer. Alles, die einen Spiele, die schon gute Story und Charaktere haben, werden immer komplexer und sowas wie Heavy Rain muss, finde ich, mehr eben Vielfalt von der Charakterentwicklung her und einfach von der Story her bieten. Also muss einfach irgendwie spannender noch werden, nicht besser werden. Aber das wächst alles mehr zusammen und irgendwann ist es ein Klumbatsch. Das ist meine Theorie. In 2030 dann. Ich würde sagen, wir haben sehr ausführlich über David Cage und über... Aber keiner von uns ist mega begeistert, oder? Nee. Alle sind also, ist okay. Ja, aber ich bin auch froh, dass ich es gespielt habe. Ja, aber ich bin fast schon so, ich hätte es nicht gebraucht. Also, ich bin glaube ich, von uns in der Runde noch am negativsten, weil ich... Snob. Ich bin froh, dass Emi es nicht da. Weil mich einfach wenig Momente gepackt haben. Und du hast ja auch... taucht gleich in deiner Couch. Du hast ja auch am Ende auch noch die Frage, hatte ich das Spiel irgendwie mindestens einmal irgendwie emotional berührt. Da wird im Menü wirst du doch gefragt. Ja. Wirst du direkt gefragt. So mit irgendwie philosophischen Fragen und so weiter. Und das war ganz interessant in der ersten Woche. Und ich habe es nämlich noch vor Release gespielt. In der ersten Woche, die ganzen Kritiker haben natürlich auf Nein gedrückt, die Schweine. Deswegen war irgendwie so 90%... Und als ich es durchgespielt wurde nicht emotional komplett berührt. War es komplett umgedreht. Da war es ein sehr hoher, ich wurde emotional irgendwo berührt. Ja, diese abgebrühten Kritiker, ne? Ja, aber das ist ja so. Wir haben das alles schon 100-mal gesehen. Wir sehen nur noch Prototypen, Archetypen, Klischees und irgendwelche Schubladen. Das ist halt schwer, dass wie ein Filmkritiker der Filme ganz anders sieht als das Publikum. Es lässt sich nicht vermeiden in unserem Beruf. Ja. Wir wissen einfach mehr als das Doof von der Straße, der Doofmann-Kunde. Werden wir, müssen wir uns den Kritikern stellen, die dann uns bewerten. Es gibt ja den Nostalgia-Critic und es gibt den Nostalgia-Critic-Critic. Ja, die gibt's wirklich. Oh, Gott, oh, Gott. Jetzt zu Meta. Neues Format. Ja. Ich sehe schon. Es war mir ein schönes Gespräch mit euch. Ja, ich finde, wir haben alles abgedeckt. Zwei Stunden weiter reden können. Ja, nächste Woche das alternative Ende dieses Gespräches. Ja, dann nehmen wir eine andere Abzweigung. Das wäre schön, wenn wir komplett hier jetzt Variante. Ich bin immer völlig begeistert. Ich habe vorhin zu Nassi schon gesagt, dann entwickeln wir auch so diese Flipcharts und so, weißt du? Also dann sieht man irgendwie, Sandro findet es gut, Sandro findet es schlecht und so, dann hast du diese ganzen Wege. Ich bin gespannt, wer überlebt. Ja, dann danke Leute, dass wir zusammengekommen sind, das ausführlich besprochen haben. Wir werden gegebenenfalls noch mal ein bisschen ausführlich über Quantic Dream, mal über das ganze Werk und Schaffen mal reden. Machen das. Genau, dann machen wir sehr das gerne. Demnächst mal. Es wird noch mehr Nachspiele geben. Ich glaube, irgendwas zu God of War soll auch schon mal in Planung sein. Und hoffentlich noch mehr Sachen. Gerne Feedback unten in die Kommentare lassen. Ja. Also wir haben Spiele schon ein halbes Jahr durch. Also ich kann mir auch sowas. Man vergisst, dass man darüber Nachspiel macht. Wenn irgendjemand Vampire gespielt hat, ich bin wahrscheinlich da. Da wäre ich auch dabei. Oder Monster Hunter World würde sich auch anbieten. Ja, worauf die Leute Bock haben. Zockt Vampire. Also schreibt gern, worauf ihr Bock habt, auf welches Nachspiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.